neu für 2021 ist das Ries & Müller E-Lastenrad Packster 70. Mit diesem Modell sollen Vielfältigkeit und Praxistauglichkeit nochmals deutlich erhöht werden. Das geschieht zunächst mit der mächtigen und übrigens isolierenden Cargo-Box, die bis zu 240 Liter Ladevolumen bietet. Die Raumaufteilung ist flexibel, so können etwa bis zu 3 Kinder transportiert werden, sowie jede Menge Transportgut und das auf verschiedenste Art und Weise. Zudem gibt es ein Kinderverdeck und verschiedene Abdeckungen bzw. Covers. Mit dem hohen Boxcover wächst das Ladevolumen auf 374 Liter. Mit zwei Quertraversen soll ein gewisser Seitenaufprallschutz erreicht werden. Die Box darf mit bis zu 100 Kilogramm beladen werden. Das zulässige Fahrradgesamtgewicht beträgt 200 Kilogramm. Fahrerseitig ausgerichtet gibt es ein kleines Handschuhfach. Der mit dem Mitklick-System kompatible Gepäckträger ist ebenso auf Transport ausgerichtet und darf mit bis zu 27,5 Kilogramm beladen werden. Somit kann auch ein Kindersitz verwendet werden. Das 2,49 Meter lange und 42 Kilogramm schwere Packster 70 ist dank einer neuen Seilzuglenkung extrem wendig und schafft beachtliche 2,30 Meter Wendekreis. Vorne gibt es zudem 80 mm Federweg. Das neueste Bosch E-Cargo-System mit 85 Newtonmeter Drehmoment sorgt für kraftvolle Unterstützung und ist erfreulich leise. Die Akkus sind unterhalb der Transportbox im Rahmen links und rechts untergebracht und ermöglichen einen tiefen Schwerpunkt. Es können bis zu zwei 625 Wattstunden Akkus eingesetzt werden. Beide Akkus können natürlich entnommen und extern geladen werden. Das Laden am Bike funktioniert über eine Ladebuchse auf der Vorderseite der Box. Das Purion-Display ist standardmäßig verbaut, andere Optionen gibt es gegen Aufpreis, etwa den Smartphone-Hub. Neu ist auch der Doppelständer, der das Aufstellen recht einfach gestaltet, beim Fahren aber durch die Nähe zu den Pedalwegen unter Umständen Kollisionen zwischen pedalierenden Füßen und den Ständerfüßen verursacht. Der Vorbau ist verstellbar und somit für unterschiedliche Personen schnell adaptierbar. Das zur Verfügung gestandene Vorserienmodell, ein Packster 70 Vario mit der stufenlosen NVO-Lunabe samt Riemen, konnte kurz im Straßenverkehr gefahren werden. Erster Eindruck, man steuert hier mehr ein E-Fahrzeug mit hoher Transportkapazität als ein sportliches E-Bike. Dennoch macht es gehörig Spaß und wer sich mit den Fahreigenschaften eines schweren Lastenfahrrades zurechtfindet, erhält hier, gewerblich oder für die Familie, einen sehr weitgehenden Autoersatz. Preise Stand Februar 2021 ab 5.749 Euro für das Touring mit 11-Gang-Kettenschaltung. Das Vario 70 mit Enviolo und Riemen kommt ab 6.259 Euro bzw. mit Automatik ab 6.659 Euro. Alle mit Unterstützung bis 25 km/h Highspeed-Version ist derzeit keine im Programm. Thank you.